Willkommen zurück hier bei Let's Play Mafia. In der letzten Folge sind wir hier bei diesem Bauernhof angekommen und ja, die ganzen Leute wollen uns hier irgendwie umbringen, verstehe ich gar nicht. Und ja, was ist das für ein Gewehr? Das ist eine normale Pumpgun, alles gut. Ja, wir müssen jetzt irgendwie hier in die Scheune rein, glaube ich, falls das überhaupt die richtige ist. Was? Wir müssen die Tür aufbrechen. Wo ist der hingegangen? Ist der nach oben? Was? Warum? Hat der... What the fuck? Hat er da jetzt ein Brecheisen gefunden? Was denn? Was guckst du mich so an? Oh oh. Oh oh. Danke. Pumpgun. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Tür öffnen. Colt, ja, danke, danke, danke. Ich versuche gerade so ein bisschen erstmal zu gucken. Hier ist halt noch jemand. Hier war noch jemand. Was ist das? Colt, ja, nehme ich gern mit. Was ist das? Colt? Pumpgun? Ah, okay, das ist dieses Detective-Ding. Och nö, das Spiel hat sich aufgehängt. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder, hoffentlich. So, da bin ich wieder. Er bricht jetzt die Tür auf. Hier hat das Spiel nämlich das letzte Mal gespeichert. Ich hoffe mal, dass es nicht wieder abstürzt. Oh oh. Kam nicht einer von oben? Ah, da ist jemand. Okay, ich lade nochmal kurz nach. Boah, ich hoffe echt, das Spiel stürzt nicht wieder ab. Sobald ich hier in die Nähe gehe. Und ich hoffe, das war nur eine einmalige Sache. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Mann. Miststück. Okay, das Spiel ist immerhin nicht abgestürzt. Das ist doch schon mal was. Colt, ja, nehme ich gern mit. Jetzt fehlt es nur noch, dass es hier auch noch abschmiert. Da liegt tatsächlich jemand. Darf ich mal? Hallo. Dankeschön. Ist das Sam? Sam, was haben Sie mit dir angestellt? Ist alles in Ordnung? Ach, war aber nur mal wieder zur falschen Zeit, am falschen Ort. Kannst du gehen? Nicht besonders gut. Okay, okay, okay. Halt ruhig, ich hole den Lasten, aber ich bring dich zu einem Arzt. Du schaffst das, Sam. Na toll. Angst, Sam. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Klar. Wirklich? Jetzt kommen die natürlich gleich alle aus ihren Löchern gekrochen und wollen uns umbringen. Safe. Oh, die Polizei. Tschüss. Ach, als ob der jetzt noch lebt.
Na komm. Okay, er ist auf jeden Fall jetzt mit dem Laster da. Mann. Okay, er ist jetzt tot. Er aber noch nicht. So. Ich bin doch hier. Nur ich bin hier unten. Meine Güte. Nerv doch nicht so. Mein Gott, das war ein Massaker. Was für eine Nacht, Mann. Anscheinend möchten sie, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden. Ach ja? Na, das wird nicht so einfach. Ist Sam soweit okay? Ja, er ist okay. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Okay, ich hole ihn. Du hältst hier Wache. Sam, ich bin es, Pauli. Komm schon, wir fahren nach Hause. Wir fahren zum Arzt. Ich fühle mich gar nicht gut. Hab mich wahrscheinlich irgendwo erkältet. Sieht so aus. Deine Nase läuft ein wenig. Sam, ich bringe dich nach hinten. Tom ist bei dir. Nur für den Fall. Okay. Tom, geh mit ihm und halt die Augen auf. Da ist eine Thompson, falls du sie brauchst. Alles klar. Oh, oh. Sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft. Da hinten ist eine Thompson und etwas Munition. Geh hinter den Kisten in Deckung und pass auf. Schieß, sobald sie hinter uns sind. Lass sie auf keinen Fall an uns vorbei. Na toll. Meine Munition ist auch irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Ja. Und schon ist irgendwie die Hälfte der Munition weg. Oder ein Viertel. Wiedersehen. Da kommt jetzt natürlich direkt noch ein zweites Auto. Wer kennt's nicht? Es ist aber halt auch einfach so anstrengend, dass man nicht einfach den Fahrer erschießen kann und dann ist halt Sense. So. Ich glaube, den reicht's jetzt auch. Bye bye. Wie viele kommen noch? Noch eins, okay. Ich bezweifle, dass die Munition für so viele Autos reichen wird, aber okay. Oh oh, mein Leben ist halt einfach schon fast wieder am Ende. Als ob ich jetzt hier in Deckung sterbe, ey. Das ist einfach so unlogisch. Oh, Spiel vorbei, ja toll. Ich sehe da doch jetzt schon das zweite Auto stehen. Wegen den Scheinwerfern. Macht Sinn. Kann man nicht einfach den Fahrer umnieten? Ey, es geht halt einfach nicht. Naja gut, der ist jetzt weg. Aber er ist doch sogar hier hinter in Deckung, als ob er sich da nicht so in Deckung stellen kann, dass er nicht andauernd getroffen wird. Da ist die Logik auf jeden Fall mal wieder am Start. Okay, der Fahrer ist auch down. Wiedersehen. Ciao mit Au. Auch lustig, wie er dann so weiter aus dem Fenster zielt, anstatt dass er das Steuer übernimmt. Ich lade schon mal nach. Auf die 12 Schuss können wir jetzt auch verzichten. Das Spiel hat sich wieder aufgehängt. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe keinen Plan, wie lang die Folge jetzt noch wird. Also ich würde sagen, wir packen das jetzt noch so gut es geht rein. Und dann, ja, der Rest wird spontan entschieden.
Ja, moin, als ob das Auto einfach so schnell an uns vorbeikommt. Diese Logik ist einfach so gut. Oh. Ups. Wie konnte das jetzt passieren? Okay. Ich versuche jetzt einfach das noch mit reinzupacken und dann beende ich die Folge. Ich habe keinen Plan, wie lang der erste Teil war. Ich habe keinen Plan, wie lang der zweite Teil war. Aber ja. Wir versuchen einfach das Beste draus zu machen. Und ja, eventuell muss ich jetzt irgendwie öfter schneiden oder so. Ich verstehe auf jeden Fall, warum manche Leute das Projekt abbrechen. Also, ja, verstehe ich. Okay, der ist auch down. Aber ich habe sowieso nichts Besseres zu tun, deshalb, schneide ich den Shit auch, wenn es sein muss. Wir sind da. Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und wecke den Doc. Sam, wir sind beim Arzt. Gott, sind Sie das, Pauli? Was machen Sie um diese Zeit hier? Guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Das war unser Doktor. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Stadt. Wenn du verletzt wirst, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam. Endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer ergehen können als Sam. Wenn ich den Bastard kriege, der uns verpfiffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwant Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg. Und das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. In Ordnung. Also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, versuch das Beste draus zu machen. Tja, das war ja lustig. Gut, ich würde aber auch sagen, wir setzen an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auto. Das startet voll schnell, voll krass. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir mal gucken, was uns... jetzt funktioniert das auch, was uns dort erwartet. Bis dahin.